Ja, ganz herzlich willkommen. Grüezi, Servus und Hallo, euer Mr. Key. Stellt den nächsten wunderschönen Style des Yamaha Genus Presets Bereiches vor. Und ihr habt schon am Anfang gehört, es geht sehr tanzfreudig los. Und zwar im Disco-Feeling mit dem 70ers Disco Nummer 1. Ja, wir haben gehört Streicher im Mix und Main A. So, wir gucken mal, was in echt bei A ist. Das war eine kleine Voreinstellung. So, wir starten mit Intro 1, Main A und OTS Variante 1. In C-Dur. Piano-Ton und allein Main-Variante A, da fallen dann bestimmt schon diverse Disco-Titel ein. Rechts 2 kommt eine Gitarre dazu. Für einen schönen Groove. Den man dazu spielen könnte. Auf rechts 3 ist ein synthetischer Ton. Ja, das klingt schon so ein bisschen quakig lustig, dieser Ton. Noch dazu mit dem Echo im Hintergrund. Sehr interessant gemacht. Das alles schon bei Main A. Ja, wir gucken mal, was bei Main B passiert. Ja, rhythmisch ein bisschen variantenreicher. Ne, so wie alle Styles bauen die sich ja von Main A bis zu Main D immer ein bisschen mehr auf. Es kommen Instrumente hinzu und der Groove wird voller. Funky E-Gitarre auf rechts 1. Rechts 2 haben wir einen E-Orgelton, typisch für die 60er Jahre. Ja, rechts 3 ist ein funky Alt-Saxophon-Ton und eben schon mal gehört die Break-Taste. Jo, dann schauen wir doch mal Intro 2, wie das klingt. Musik
sehr schöne Streicher zu hören. Und ja, typisch für die 70er Jahre dieses Disco-Styles. Ich starte mal mit Intro 3. Es geht dann auf Main C zu. Und in der OTS-Einstellung haben wir typische Streicher, ein Mix aus drei verschiedenen Streicherklängen für diesen Disco Nummer 1. Auf geht's! Ja, und die Streicher einzeln oktaviert oder auch in Akkorden gespielt. Ja, und dieses Schlagzeug, das ist doch einfach herrlich. Man mag einfach tanzen. Und auch der Bass, und im Hintergrund hört man so ein bisschen die funky Gitarre, die wir eben schon mal auch rechts gehört haben. Ein sehr dynamischer Disco-Rhythmus. Macht viel Spaß, damit zu spielen. Und das war Ending 1. Ending 2 klingt so. Ja, wenn ich nicht rechtzeitig loslasse, dann spielt das Keyboard natürlich weiter. Gut, bleibt noch Main D. Und auch typisch für die Disco 70er Jahre, ein Blazer-Ton. Ja, sehr dynamisch, groovig und funky arrangiert das Ganze. Ja, mit einem kleinen Verspieler eben von mir. Aber das ist ja alles live und auch Mr. Key darf sich mal verspielen. Natürlich, wie alle anderen auch. So, wir haben noch Ending 3. Das heben wir uns für den Schlusssong auf. Ich danke wieder fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß bei auch den nächsten Videos. Servus, euer Mr. Key. Und natürlich, wie gewohnt, der Abschlusssong. Bye, bye.
Bock.